Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal zu einer frühlingsfrischen Plauderei hier bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, lange versprochen, lange angekündigt, aber ja, es war mir leider vorher nicht möglich, krankheitsbedingt oder nun ja, den dritten Teil meiner Spring Break Düfte hier aufzunehmen. Und ja, weniger aufzunehmen als eher die Vorbereitung, weil das war mir dann doch etwas zu anstrengend. Also so die Videoaufnahmen sind ja, gehen ja noch, das ist ja kein Problem. Aber wie gesagt, dann die ganzen Arbeiten davor und danach und so. Und ja, das war eben nicht vorher möglich. Okay, aber jetzt endlich der dritte Teil. Und zwar die Vintage-Ausgabe. Ich habe mir jetzt von meinen Vintage-Düften, die ich habe, ja, exemplarisch und nicht repräsentativ 5 Düfte ausgesucht. Auf meinem Thumbnail, auf meinem Videotitel habt ihr ja schon die 5 Flakons zumindest gesehen. Den einen oder anderen habt ihr vielleicht auch schon erkannt. Und wie gesagt, es sind jetzt reine Düfte, die ich jetzt einfach so mal ausgesucht habe. Weil ich finde, die passen sehr gut. Und klar, wenn natürlich das Wort Vintage fällt oder in Klammern Old School, dann ist natürlich der Kreis der, sagen wir mal, der Benutzer oder ja, eher Benutzer doch eigentlich schon relativ klar umrissen. Also da sehe ich jetzt keine schmalbrüstigen Jünglinge, deren Bart er so flaumhaft da ums Kinn sprießt. Ich sehe da eher so den, ja, was heißt reifen Mann, aber den älteren, das hört sich immer so furchtbar an, nach Rauschebart und nach Krückstock. Also ich sag mal so ab mindestens Mitte 30 rum, aufwärts, ja. Selbst reden natürlich auch nur Männer, weil das sind Männerdüfte und ja. Das ist also ganz klar, ne? Weil das ist doch schon eine gewisse Duftrichtung, eine gewisse, ja, gewisse Noten, die in diesen ganzen Düften drin sind, die diese Düfte eben zu Vintage-Düften, zu Oldschool-Düften machen. Und in der Regel sind die ja immer so ein bisschen erdig, moosig, rauchig, so mit dem Tabak dabei, so ein bisschen, ne, Vetiver und so weiter, Eichenmoosen so. Das sind so die typischen Ingredienzien für diese Vintage- oder diese Oldschool-Düfte, die aber, egal wie, auch wie lange sie schon auf dem Markt sind, immer noch da sind. Ja? Also stellenweise. Ich habe jetzt einen ganz alten Vintage-Duft, das war aus den 70ern, bis hin der jüngste ist aus 2015. Also wie gesagt, aber Vintage-Düfte ist immer noch ein Thema, immer wieder, ja, bleibt auch ein Thema. Also wenn ihr so in die Parfümabteilung der Drogeriemärkte oder der, ja, so Müller und Co. geht, ja, das sind ja immer noch die Tabak zum Beispiel, ist ja ganz, oder irische Moos, ja, das gibt es immer noch, das habe ich als Kind noch. Also die sind immer noch da, ja, und sind nicht verschwunden und die funktionieren offensichtlich immer noch und ich finde die auch, die haben auch ihre Berechtigung. Genau. Ja, aber bevor ich jetzt mal hier ins Thema soweit einsteige, wieder mal kurz die obligatorischen Grüße natürlich an den lieben Albin vom Kanal Doc Schober Descent. Dann an den lieben Flo von Flo ist Dufte. Und dann noch liebe Grüße an meinen oder unseren lieben Marco, der hier ein treuer YouTube-Zuschauer ist hier. Genau, liebe, liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, ja, ich fange jetzt mal an mit dem ersten Duft. Und zwar habe ich hier mir mal ausgesucht. Wie gesagt, es ist also nur rein exemplarisch und nicht repräsentativ. und zwar den Dunhill Icon, das ist hier, ich zeige euch mal das denn hier oben, ein sehr edles Teil, ein sehr schwerer Flakon, muss ich sagen, also da kann man schon jemanden ordentlich was auf den Kopf, auf die Rübe geben mit, man kann aber auch ein bisschen Käse drauf reiben, das ist so eine
Riffelung obendrauf. Wenn man also irgendwas trinkt, keine Käsereibe mehr hat, es könnte vielleicht funktionieren. Aber nee, ich will also keinen Käse darauf reiben. Genau. Ja, ansonsten sprühe ich den mal hier drauf. Ich sprühe hier mal den auf. Ich habe hier also meinen. Ja, es ist also ein schöner Neroli-Duft, muss ich sagen. Damit kann ja nicht unbedingt jeder so umgehen. Ja, also das ist so in der Kopfnote. Ja. Da haben wir Neroli Absolut, italienische Bergamot, schwarzer Pfeffer und Petitgras. Also ein doch sehr, so diese typische Note, sage ich das mal, bei jedem oder jeder sofort irgendwie 4711 einfällt. Das ist ja der Neroli-Duft schlechthin, ne? Aber der ist natürlich weit, weit davon entfernt, 4711 zu riechen. Aber nichts gegen 4711, muss ich sagen. Also das ist immer noch ein Duft, der am Markt ist und der immer noch geht. Und also da muss ich sagen, obwohl viele die Nase immer rümpfen darüber, aber Oma-Duft und so weiter, aber würde ich jetzt so nicht sagen. Aber gut, ich will nicht abschweifen vom Thema. Ja gut, also wie gesagt, es ist eine wunderschöne Neroli-Note. Also dieses Petitgras, diese Bergamot, der schwarze Pfeffer, der noch dabei ist. Also ich liebe diesen Duft. Also lecker. Wobei sich das jetzt nach der Kopfnote natürlich auch so wieder abschwächt. Im Herzen haben wir dann Kardamom, provenzalischen Lavendel, Salbei und Wacholderbeere. Das heißt, es wird dann deutlich würziger, es wird holziger und Richtung 3 down wird es dann auch deutlich grüner. In der Basis haben wir Eichenmoos, ganz typisch, und Vetiver, ganz typisch für diese Vintage-Düfte. Leder, Iris und Oud. Ja, also, wie gesagt, also diese schöne, frische Neroli-Note in Verbindung mit der Petitgras, mit der Bergamotte und so weiter. Es macht natürlich auch einen schönen Sommerduft raus. Logisch, ne? Klar, nicht jetzt nur für den Frühling. Aber ich finde ihn auch sehr klassisch. Und der ist übrigens auch von 2015. Der ist auch relativ, also ist jetzt nicht unbedingt so ein uralt Duft, der jetzt schon so lange auf dem Markt ist. Schön. Also wie gesagt, Neroli mag nicht jeder, das verstehe ich. Das muss man auch ein bisschen mögen. So, ne? Aber wie gesagt, für Kenner und für Liebhaber dieser Neroli-Düfte ist der einfach schön. Also es ist wirklich ein schöner, kombinierter Duft, muss ich sagen. Und dafür, dass der eigentlich, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, so roundabout, immer so plus minus 40 Euro rum kostet. Und ist der wirklich auch noch, was heißt für unter den diesen schönen Düfter fast schon noch ein, fast schon cheapy, ne? Also wenn man so sieht, ne? Ich finde, der kann sich durchaus in die Designer einreihen und so. Und der ist von der Dunhill generell, die Marke Dunhill ist sowieso generell von den, also ich sage es mal, Autodüften, das ist ja ein Autodüft dann, einer der höherpreisigen. Also auch der ist wirklich sehr, sehr wertig gemacht und auch die Komposition ist sehr wertig. Also definitiv, ich habe es gerade geguckt, Motino, gerade im Moment kostet er 36 Euro. Also ich verlinke euch das nochmal in die Beschreibung rein. Also es ist wirklich so ein, aber der wird, wie gesagt, schon so, diese Würzigkeit, diese grüne Note, so, es ist so ein sehr, ich würde nicht mal sagen, dass er unbedingt so dieses Raster von Vintage oder von Oldschool ist, der kommt ein bisschen so her, aber ist ein ganz klassischer Herrenduft eigentlich, so würde ich ihn bezeichnen wollen, ne? Also nicht unbedingt auch so dieser uralt Vintage oder sowas oder Oldschool. Ich habe ihn aber trotzdem reingenommen, weil er sowas repräsentiert, finde ich, so diese
modernere Version von Old School, ne? Wo ich denke, jo, dann, wie gesagt, es können auch die Jüngeren, also ab, ich sage jetzt mal ab 35 sowas, und nicht unbedingt so die alten Kerls, so wie ich einer bin, das ist so der Vertreter dieser neuen Vintage- oder Old School-Düfte, sage ich es mal, ne? Ja. Ach, lecker. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Ich kann wirklich nur empfehlen. Und gerade im Frühling ist das hier ein sehr, sehr schöner Duft und passender Duft. Definitiv. Ne? Er repräsentiert für mich so richtig so dieses Frühlingsfrische. Kann ich jetzt ehrlich sagen. Ja, und wie gesagt, macht optisch auch unbedingt auch was her. Genau. Ja, okay. Der nächste Duft ist dann hier, ja, das ist Giorgio Beverly Hills. Das war der Giorgio for Men. Das ist hier dieser hier. Ist ein leicht grünlicher, hellgrüner Duft innen drin. Und ja, ist aus dem Jahre 1984 und ist wirklich ein Oldschool-Duft, muss ich sagen. Also, das ist so ein typischer geiler Oldschool-Duft, der so, ja, genau das so repräsentiert, diese 80er Jahre, ne? So offenes Hemd, Brusthaare und so weiter, Tom Selleck und Co. Ne? Oder der, wie ist er noch, der gute, na, jetzt komme ich gar nicht drauf, egal, fällt mir gleich wieder ein. Ich sprühe mal hier. Burt Reynolds. Genau, Burt Reynolds. Oder auch so der gute alte Sean Connery und sowas. Ach, herrlich. Ja, so, er hat im Kopf alte Hüte, er hat Piment, Bergamott, ein paar fruchtige Noten, Orange drin. Ja, lecker. Ja, der geht, also der geht aber immer noch. Also. Im Herzen hat er Patchouli, hat er die Gardenelke drin, die Iriswurzel, eine Rose, Sandelholz, Zimt und Zeder. In der Basis haben wir auch wieder Eichenmoos, Amber, Benzoin, Moschus, Vanille, Tonkabohne und ein bisschen Honig dabei. Ja, also der ist aber auch sehr schön, muss ich sagen. Also der, ja, gut, natürlich sind die alle schön. Wie kann es auch anders sein? Ich habe die ja auch alle. Hätte ich mir die ja nicht gekauft. Ne? Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt so ein Vertreter der wirklichen Oldschool. Aber ich finde ihn auch. Ja, es ist, finde ich, immer so. Es kommt immer darauf an, wie man sich dann gibt, wie man ist. Also, wie gesagt, wenn natürlich so dieser alte Rauschebart und mit Krücke und was weiß ich was drauf sprüht, das ist natürlich dafür nichts. Also das dürfen, also ne, so ein lockeres Poloshirt mit Shorts dabei und also richtig casual Look so, ne? Dann ist man damit wunderbar aufgehoben, auch denke ich. Ja, also ist halt ein richtiger schöner Kerleduft, ne? Muss ich sagen. Also, ne? Ja, so schön grün und ja, aber auch so leicht eine florale Note, leicht blumige Noten drin, wie gesagt, durch die Nelke, die Rose, die Iris, also die Iriswurzel so, ne? So ein schöner Barbershop. Ja, lecker. Also, und das Ganze noch für, was kostet der? 12 Euro. Bei, wo habe ich das gesehen? Bei Notino, glaube ich auch. Also, der ist recht günstig und hat eine ganz merkwürdige Größe, nämlich 118 ml. Jo. Wie man da drauf kommt, keine Ahnung, ist schon ein bisschen schrill. Gut, der Flakon ist natürlich jetzt, naja, ja, gut, billig gemacht, sage ich mal, da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Aber wie gesagt, der Duft und er hält auch sehr lange, muss ich sagen. Also, das ist wirklich so ein, das sind so alle so ein bisschen diese Düfte, bis auf einen, wo ich denke, der ist so, aber das ist so typisch, aber da komme ich gleich drauf. Ja. Sehr lecker. Ja, wie gesagt, also hat auch so dieses Grüne, dieses Frische, dieses erdige, moosige bisschen, ne? So, aber auch wie gesagt, diese Leichtigkeit durch diese blumigen Noten, floralen Noten drin. Ja? Also toll, einfach toll. Kann ich wirklich nur empfehlen. Genau.
Und weiter geht's. Dann haben wir hier, der ist auch so ein Vertreter, ha, noch älter, der Geoffrey Bean, der Grey Flannel ist das hier. Auch ein wunderschöner Duft. Der ist noch, gehen wir jetzt nochmal weiter zurück, fast 10 Jahre wieder nochmal zurück. Der ist von 1975. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit der reformuliert worden ist, aber er riecht noch, denke ich, genauso nach. Dieses 70er Jahre, 80er Jahre Vibes hat er doch durchaus. Ja, der ist schön krautig, schön grün, ah, kräftig, würzig, aromatisch. Ah, ja, nimm, 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 nimm. Ja, lecker. Also ich mag den wunderbar, also ich mag den wirklich gern. Also ich muss schon sehr sagen, ja, der hat das Grey Flanell, ja, da kann man nämlich meinen, okay, wenn man sich so altbacken anzieht mit so einem, ja, so einen grauen Anzug dazu vorstellt, eventuell und so, jo, dann hat er leicht sowas von einem Vertreterduft, ne? Der so billiges Zeug verkaufen will oder sowas, Schnürsenkel oder sowas, keine Ahnung, oder Staubsauger oder sowas. Nee, aber da muss man sich immer vorstellen, ja, auch so Casual-Look, ja, mit einem flottes Poloshirt, T-Shorts und entsprechende Sportschuhe oder Mokassins dazu, toll, so ein bisschen, ne? Also dieses, ja, legere, lockere oder so, oder ein Hawaii-Hemd dazu und so weiter. Ach, da kommt der richtig gut, ne? So, und ja, im Kopf haben wir Galbanum, Neroli ist auch wieder drin, aber das ist nicht so der, ist nicht kein typischer Neroli-Duft. Zitrone, Bergamotte und auch hier Petitgrain, ne? Also es sind so, sie wiederholen sich immer wieder, ne? Also es sind immer so gewisse Ingredienzien, gewisse Duftnoten in diesen ganzen Vintage-Düften, die das Ganze so ein bisschen eben zum Vintage machen, ja? Und Oldschool machen, das ist so, ne? Auch hier haben wir im Herzen auch wieder so eine blumiges Herz mit Veilchen, Narzissen, Mimose, Rose, Rosengeranien, Iris ist dabei und Salbei, was das auch wieder so ein bisschen herber macht, ne? So dieses leicht fruchtig-blumige kommt da ein bisschen raus. Ja, in der Basis ist natürlich wieder Eichenmoos, Vetiver, Zeder, Tonkabohne und Mandel. Da rieche ich jetzt aber nicht so viel jetzt mit der Mandel oder Tonkabohne raus, also im Drydown. Er ist, wie gesagt, es ist ein schöner, grüner, würzig, blumiger, ein bisschen holzig und holzig frischer Duft. Ja? Also auch so ein typischer Vertreter hier, der Oldschool-Düfte. Und, aber wie gesagt, es ist eine Sache der Einstellung und ja, es muss natürlich immer entsprechend dann auch so die Optik dazu passen. Ne? Also muss ich sagen, ne? Dass man so einen kleinen Kontrapunkt dazu setzt, zu diesem Oldschool, dass man sagt einfach, okay, ne, ich kleide mich dann entsprechend dann ja, etwas dynamischer, jugenddynamisch erfolgreich. Ne? So. Also dann funktioniert er auch sehr, sehr gut, finde ich. Immer noch. Und also ich liebe den. Also ich, wie gesagt, ich liebe meine Vintage-Düfte hier. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Und was kostet der? 12 Euro bei Notino. Also das sind 120 ml. Genau, 120 ml. Genau. Also da von dem Preis könnt ihr euch ja, das könnt ihr euch ordentlich reinsprühen mit hey. Und genau, ja, schön. Der Grey Flanell von Geoffrey Bean. Genau. Jo, hier der nächste. Da, ja, das ist natürlich der Klassiker schlechthin. Ne? Ich meine, kennt ja jeder. Auch die Marke kennt jeder, klar. Paco Rabanne Pour Homme. Ja, auch wieder, ihr seht es wieder, typischer Flakonfarbe, grün. Ne? Dunkelgrün. Angestaubt. Ja, fast synonymhaft für die Vintage-Düfte. Genau. Und was haben wir hier? Ihr werdet es kaum glauben, aber auch hier ist in der Basis Eichenmoos drin. Ember und Moschus und Honig. Und er ist genauso grün, würzig, frisch und holzig und fuchsia. Wen wundert's, ne? Also ich sprühe den mal auf. Ja, also ist natürlich auch wieder so in dieses grüne, krautige Farb, dieses, ja, Farbspektrum
Farbschema, sage ich das fast schon, ne? Was Kräuteriges in der Öffnung haben wir Rosmarin drin, Muscatella, Salbei und Rosenholz. Ah, ja, was denn auch so? Ja, das zeichnet eben alles so diese Vintage-Düfte aus, die so würzig sind, Kräuter sind dabei, dieses Herbe, aber auch so diese leicht floralen Noten, die dabei kommen, das Moosige, das bisschen, ne, das Holzige, ne, aber auch so eine frische, die haben auch so auf jeden Fall auch so eine frische Komponente. Ich finde die wirklich auch nicht verstaubt oder muffig oder sowas. Zumindest den habe ich jetzt schon länger. Ich weiß natürlich nicht, oder generell, wie so die anderen Düfte jetzt mittlerweile, ob die jetzt anders riechen mittlerweile, neu formuliert wurden. Ich kann das nur jetzt an dem hier, ne? Ich hoffe nicht. Die haben alle, aber wie gesagt, dieses Frische da drin, ne? Und das mag ich einfach so, ne? Frisch, grün, würzig, holzig, blumig, also so dieses, ja, das ganze Bouquet, ne? Was man so im Moment auch so draußen hier so im Moment zum Frühling auch, ne? Wahrnehmen, genau. Und der gute Mann, der Paco Rabanne Pour Homme, beziehungsweise der gute Duft hier, ist noch älter, sogar als der Geoffrey B. Der ist aus dem Jahre 1973 und immer noch am Markt. Ne? Also das sind so Klassiker, finde ich, die gehen einfach immer. Und da kann mir jeder sagen, was er will, wenn so die neumodischen Düfte immer rauskommen, die dann einer nach dem anderen, inklusive dieser vielen tausend Flanker von Düften, die dann kommen und gehen, wie, was weiß ich, ne? Wie die Busse an der Bushaltestelle, die bleiben, ja, die bleiben. Das ist für mich sind für mich auch so gewisse Statement-Düfte, das sind so, ja, die haben sich auch behauptet, die behaupten sich nach wie vor und sind noch da mit Berechtigung auch vor allen Dingen, ja. Also das sind einfach die Klassiker, ja. Und von daher muss ich sagen, wenn ich so die jungen Düfte so sehe, die da kommen und wieder gehen und alles, da kann ich manchmal echt nur müde lächeln oder nur gähnen und sagen, Kinders, ihr behauptet immer so, ihr erfindet das Rad neu. Nee, tut er nicht. Das Rad ist schon längst erfunden. Oh, genau. Der kostet, das habe ich jetzt gerade nochmal vorhin nachgeguckt, so roundabout um die 30 Euro kriegt er den schon. Also die 100 ml wohlgemerkt, habe ich das auch geguckt. Ne? Ich gucke immer, meine Preisangaben beziehen sich immer auf die 100 ml, es sei denn, es gibt den Duft eben nur in gewisse kleineren Gebinden, also in kleineren Flakons. Ne? Genau. Ja, also wunderbar, wie gesagt, Paco Rabanne Pour Homme, ein Klassiker. So, und zum letzten Duft, das ist jetzt ein Duft, der so mittelalt, aus dem Jahr 2006 ist der, und zwar der John Vavatos, und zwar hat er fast schon den Namensgeber für das Video hier, der Vintage. Ja, sieht auch schon so aus, bisschen Vintage-mäßig, so dunkler Flakon und dieses Lederband, also dieses, ne, was so ein bisschen ledrig sein soll, ne? Und muss aber gleich dazu sagen, typisch John Vavatos Düfte sind alle so ein bisschen, also nicht gerade das Jahr die haltbarsten, muss ich sagen. Also die halten da alle nicht so, egal ob es jetzt so ein Vintage-Duft ist oder ob das auch so diese Artisan-Reihe ist. Also die sind alle sehr, nun ja, von der Formulierung nicht ganz so, also so 3-4 Stunden und dann ist das, wobei ich muss sagen, den habe ich jetzt, das sind 125 ml, also da kannst du nachsprühen, ja, ist mir dann egal. Ich habe jetzt auch geguckt, bei Parfümzentrum gibt es den gerade für 35 Euro, also von daher ist der jetzt auch nicht so teuer, also tut es auch nicht weh, wenn du mal nachsprühen musst halt, ne, genau. Jo, die sprühen mal. Also gut, es ist ein bisschen, für den einen oder anderen mag es ein bisschen unhandlich vielleicht sein. Ne? Wieder, da gibt es aber noch die 75 ml Version, die sind ein bisschen handlicher vielleicht. Ne? Ich, wie gesagt, habe hier die 125 ml. Ja, das ist jetzt so eine moderne Vintage-Interpretation des Vintage-Themas. Das ist nicht ganz so grün, das ist nicht ganz so dieses blumige, das hat eher so ein bisschen was Balsamisches, ein bisschen was Harziges, leichte Tabaknoten sind da drin. Das ist jetzt in der Eröffnung, haben wir hier Wacholderbeere, Heiligenkraut,
weißer Lavendel. Heiligenkraut habe ich erstmal nachgucken müssen, das habe ich gar nicht so, habe ich gedacht, oh, Heiligenkraut, ne? Hui. Hat man früher als verwendet, als in der Kirche als Weihrauchersatz. Das ist auch so ein etwas schwerer, harziger Duft. Deswegen ist der hier auch so ein bisschen dieses eher harzige, ein bisschen dieses raurige, dieses bisschen Tabaknoten drin, ne? Im Herzen haben wir einen Tannenbalsam, auch ein bisschen was Balsamisches, eine Patchouli und Jasmin. Ja, wobei der Jasmin auch so ein bisschen, naja, also so ganz so blumig finde ich denn wie die anderen, jetzt ist der für mich jetzt nicht so ganz. In der Basis haben wir Wildleder, Tabak und Tonkabohne. Ich sag, er hat sowas bisschen, ich sag, was Rauriges, was Balsamisches, was Harziges und eine Hauch-Tabaknote dabei. Ist, finde ich, also geht es weg vom grünen Thema, das wir hatten jetzt die ganze Zeit, und ist dann insofern ein Vertreter einer anderen Duftrichtung wiederum. Man sieht es, wie gesagt, auch am Flakon, er ist eben nicht grün, sondern eben dunkelbraun. Aber deshalb nicht weniger schön und schick. Wie gesagt, er ist auch nicht so dieses ganz oldschool. Ne? Also wir haben jetzt die 70er durchgemacht, die 80er haben wir durchgemacht. Er reiht sich dann eher so ein bisschen in die Reihe des Dunhill Icon ein, finde ich. Also so dieses etwas modernere, wohl aber auch so diese Anklänge der Vintage-Noten so ein bisschen. Ne? Aber er ist dann doch etwas moderner gemacht, ein bisschen, ne? Bisschen jugendlicher gemacht. Wobei aber hier auch, was heißt Jugendliche, aber das gilt natürlich auch hier, klar. Ne? Ab 35 aufwärts kann man das schon hier, denn, weil unten drunter finde ich den einfach zu, ja, es geht vielleicht mit, ja, ab 30, gut, nagel mich das bitte nicht fest, aber ja, und genau, also, ja, schön, schöner Duft, bis auf die Haltbarkeit. Also wie gesagt, der ist jetzt, also, jo, den sprühe ich mir auf. Gut, ab und zu ist es auch nicht schlecht, wenn ich sage, okay, ich sprühe mir den mal kurz drüber. Gehe vielleicht spiel mal einkaufen, so 2-3 Stunden oder so weiter. Bin mal da und dort unterwegs. Und kann mir dann abends eventuell nochmal wieder einen neuen Duft auftragen. Ohne dass ich jetzt gleich hier unter die Dusche muss und hier mit der Seife drüber rubbeln muss, da ich den Duft wegbekomme, wie so manches Beast Mode Parfum oder so. Von daher finde ich die so Düfte, die mal eine ganze lange halten, nicht ganz unpraktisch, sage ich das mal. Ne? Wenn man natürlich dann das für den ganzen Tag haben will, sollte man den Duft vielleicht dann doch oder so eine Abfüllung mitnehmen, vielleicht. Nicht unbedingt diesen 125 ml Flakon, aber wenn man den 75er hat, vielleicht, der ist auch schön flach, wie so ein kleiner Flachmann gemacht, dass man den sich nochmal in die D-Tasche steckt oder so in den Rucksack reinpackt. Dass man da ein bisschen nachsprühen kann, eventuell dann nochmal, ne? Wie gesagt, genau. Ja, genau. Ja, das waren schon meine 5 Spring Break Düfte in der Vintage-Version. Wie gesagt, ich hätte hier noch ganz andere Kandidaten noch gehabt, die mir so eingefallen sind, aber ich dachte mir halt, das sind so vor allen Dingen der Geoffrey Beene oder der Giorgio Beverly Hills oder auch hier der John Varvatos, die sind nicht ganz so mainstreamig so wie die anderen Marken, die ich habe, wo ich sagte, oder sind nicht ganz so oft hier auch im YouTube-Kanal vertreten. Da will ich halt auch mal ein Bild gucken drauf, dass ich nicht immer wieder das gleiche Zeug da wiederhole oder so weiter. Ne? Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Vintage-Düfte so ein bisschen schmackhaft machen hier. Und vielleicht, dass der ein oder andere Duft für euch so interessant ist. Ich denke, von der Preisgestaltung her habe ich euch jetzt von bis gezeigt. Ne? Also so Bildi. Aber es sind alle durchweg, ja. Also gut, mega Cheapies mit 12 Euro, klar. Bis hin zum Dunhill 40 Euro. Aber das ist auch noch okay. Oder der John Varvatos. Das geht alles noch, finde ich. Das sind alles noch so. Ne? Und genau. Wobei mir der Dunhill und der John Varvatos, sage ich mal, von den Flakons her am besten gefallen natürlich. Ne? Die anderen sind zwar auch, aber jo, ja, genau, dafür kostet es auch nicht viel. Ja, okay, genau.
Ja, dann an dieser Stelle nochmal ganz kurz nochmal herzlichen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit hier. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch für alle neu hinzugekommenen Abonnenten und Abonnentinnen meines Kanals hier. Und vielen, vielen Dank. Das, ja, das freut mich immer sehr. Das gibt mir auch so ein bisschen eine Rückmeldung auch. Ah ja, ich scheine ja doch ein bisschen was richtig zu machen hier. Genau. Natürlich auch an die Abonnenten, Abonnentinnen der ersten Stunde, sage ich mal so, oder die jetzt schon länger dabei sind, natürlich immer herzlichen Dank für eure Unterstützung und dass ihr auch schön hier dann mir so die Treue haltet hier. Ich meine, es ist nicht selbstverständlich bei der Vielzahl an Duftkanälen, die es mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum gibt. Aber da denke ich, findet ja jeder so seinen Kanal. Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und wenn es euch gefallen und ihr es habt zufällig noch nicht meinen Kanal abonniert, dürft ihr gerne hier machen. Ich mache hier zum Schluss noch hier den entsprechenden Abo-Button drauf hier zum Schluss. Dann dürft ihr mich gerne auch abonnieren. Kostet nichts, nur ein kleiner Klick. Und dann habt ihr mich als im Abo drin bei euch. Genau. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr mir auch ein Däumchen hoch natürlich geben. Okay, gell? Dann macht's mal gut und jo, bis zum nächsten Video und tschüss.